Erinnert ihr euch noch an folgende Aussage? Also ich persönlich würde so ein Gehäuse niemals nehmen. Sieht vielleicht cool aus, ja, hat aber keine großartige Funktion, was den Airflow angeht. Ich glaube, ich bestelle das sogar mal und dann teste ich das mal. Einmal mit einer offenen Testbench und einmal wirklich im Gehäuse. Und heute ist es dann auch soweit. Ich habe hier das LC Power Gaming 803B Shaded X. Da werden wir dann gleich diese Testbench einbauen, genauso wie sie hier liegt, halt nur im eingebauten Zustand. Eine 240er Wasserkühlung, in dem Fall von Shakun, ist ja relativ latte. In dem PC von PCHM war halt auch eine 240er drin. Die hat einen etwas dickeren Radiator. Aber wir werden die Ergebnisse ja gleich sehen, wie schnell es da drin heißer wird oder eben nicht. Wir testen nämlich erst hier auf der offenen Testbench, wie gesagt 14900K, 3060 haben wir hier, die werden wir beide auslasten. Die 3060 ist jetzt keine Grafikkarte, die übelst warm wird, aber für so einen kleinen Vergleich reicht das erstmal. Und Systemtreff war auch noch so nett und hat mir dann das MSI Forge 320R Airflow zugeschickt, weil die haben das Video gesehen. Das System von Systemtreff war quasi die Alternative zu dem PCHM-System. Besserer Prozessor drin und so weiter. Ihr könnt euch das Video gerne nochmal angucken, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und das darf ich danach auch verlosen. Die haben halt gesagt, wir schicken dir das, dann baust du das Ganze auch mal da drin ein. Dann haben wir auch einen Unterschied zwischen zwei Gehäusen und nicht einfach nur offene Testbench und Gehäuse. Ja, und danach kann ich es halt verlosen an jemanden, haben sie gesagt, und das machen wir dann so. Ihr müsst natürlich cool damit sein, dass ich dann einmal was eingebaut habe. Das baue ich natürlich wieder aus, die Sachen bleiben nicht drin, aber das Gehäuse könnt ihr dann halt gewinnen. Wie das Ganze hinterher noch funktioniert mit dem Verlosen, erkläre ich später. Wir testen jetzt erstmal auf der offenen Testbench, schauen mal, wie warm der Prozessor wird, über 10 Minuten. Das gleiche machen wir dann in dem Gehäuse und dann hinterher noch in dem Gehäuse. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir hier als Versuchsaufbau haben. Das ist die Shakun S70 240er Wasserkühlung. Das Ganze sitzt auf einem 14900K mit einer 3060 und einem MSI Z790P. Und dazu haben wir dann noch das FSP Hydro TI 850 Watt Netzteil. Der Viper RAM, der dort zu sehen ist, 5600 MTS RAM CL40, war zu einer Zeit, wo der RAM noch schweineteuer war. Den hatte ich noch hier liegen, aber für so einen Versuchsaufbau reicht es halt einfach. Solltet ihr euch ein System kaufen, nehmt mindestens 6000er CL30, egal ob AMD oder Intel, wenn ihr auf einem DDR5-Board unterwegs seid. Um nochmal ganz zu erklären, worum es jetzt geht in diesem 10-Minuten-Test, wir haben hier die aktuelle CPU-Temperatur, Minimum und Maximum. Genauso sehen wir auch die GPU-Temperatur. Klar, die beeinflusst jetzt kaum die CPU-Temperatur, weil sie ja neben der Wasserkühlung liegt quasi. Und dann haben wir hier unten noch die Leistungsaufnahme. Und man sieht auch, ich habe beides auf 230 Watt begrenzt, PL1 und PL2, weil der Prozessor sich einfach über 300 Watt reinpfeift und da kommt der 240er Wasserkühlung nicht mit klar. Ich starte jetzt diesen 10-Minuten-Test und mache das wieder im Schnelldurchlauf und dementsprechend seht ihr dann gleich die Ergebnisse. So, die ersten 10 Minuten sind um von dem ersten Test. Wir waren hier in der Spitze bei 88 Grad. Ist auch witzig, ich sag dem Mainboard bitte nicht mehr als 230. Er pfeift sich erstmal 256 kurzzeitig rein. Gut, sind kleine Sprünge, kann passieren. Aber man sieht schon ganz knapp an den 90 Grad und wir werden jetzt gleich sehen, wie sich das im Gehäuse verhält. Und bevor jemand fragt, die Lüfter sind so eingestellt von der Wasserkühlung, dass die auf 100% drehen ab 80 Grad und die Pumpe läuft permanent auf 100%. Fängt gerade schon gut an, also es soll kein Gehäuse-Review werden, aber fing gerade schon gut an, ich packe das so aus. Herrlich! Wann habe ich das zuletzt gesehen? 2015 oder so, wo wirklich noch viele Mainboards da waren, die halt einfach keine RGB-Steuerung hatten. Ach ja, und so ein Speaker ist auch noch mit dabei, das ist klasse. Und was auch ganz interessant ist, wir haben ja diese Seitenschlitze gehabt. Jetzt hätte man natürlich meinen können, vielleicht kann man da Lüfter anbringen. Nee, also ihr habt da wirklich wenig Platz in dem Ding. Also, ja, ihr könnt hier auf jeden Fall an der Seite keine Lüfter anbringen. Aber wir haben eine schöne Aussparung für Backplates. Das finde ich gut. Und die Schrauben für Full-Artix sind auch schon vorangebracht. Ey Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ne? Hier ist dieses Controller-Ding drin für die Lüfter. Molex-Anschluss. Wie lange ist dieses Case eigentlich schon auf dem Markt, ey? Ich habe ja eben schon bei der Fernbedienung so gesagt, so 2015 oder was. Aber das ist ja... Ah je. Yeah. Ich hätte auch das Netzteil fast nicht reingekriegt. Man muss dafür diesen HDD-Käfig ausbauen. Ich sage ganz ehrlich, den HDD-Käfig kriegt ihr da auch nicht mehr rein. Also zumindest nicht, wenn das Netzteil drin ist. Das ist natürlich viel zu overpowered. Aber ey, ganz ehrlich, also wieso tut man sich sowas an? In so einem Case zu bauen, ich verstehe es nicht. Also wenn wir ganz ehrlich sind, hübsch sieht es schon aus. Klein, aber doch ganz hübsch mit dieser Scheibe vorne, klar. Aber technisch ist es dann halt, ja, halt so ein Thema, ne?
Aber ihr seht auch, es passt jetzt nicht so viel rein. Der Schlauch drückt ein bisschen auf die Grafikkarte, also jetzt nicht viel, halt gegen die Scheibe und die Grafikkarte. Da könnte man jetzt noch den Pumpenkopf drehen, aber ja. Aber so designtechnisch ist es ganz in Ordnung. Es könnte größer sein halt einfach, ne? Ich habe gerade spaßeshalber mal was ausprobiert. Wir haben ja hier diese Seitenschlitze, wo ja die Luft eingesaugt werden soll, was ja theoretisch schon nicht funktionieren kann, wenn der Lüfter so halb vor den Lüftungsschlitzen ist. Ich puste jetzt einfach mal mit der Dampfe dagegen. Also viel passiert da nicht. Also der zieht eher hier was rein, weil natürlich die Wasserkühlung ein bisschen was rausfördert. Aber hier passiert jetzt nicht sonderlich viel. Also wirklich was reinziehen tut er da nicht. Ja, geil. Cooles Design. So, und bevor wir jetzt den Test starten, wollte ich noch eine Sache erwähnen. Ich habe ja eben gesagt, das wäre eine 3060. Es ist eine 2060 Super. Habe ich eben beim Einbauen gesehen auf dem Aufkleber. Ich bin ein bisschen doof, was das angeht. Egal, wir werden jetzt sehen, ob sich irgendwas an den Ergebnissen tut. Na, das ist doch mal ein ganz nettes Paradebeispiel, oder? Wenn die Grafikkarte schon hier irgendwie bei 95 Grad war und der Prozessor bei 99 Grad und sogar schon gedrosselt hat. Also, ja, wie ich es mir dachte, geschlossenes Gehäuse, schlechte Idee. Was ich aber sagen muss, was gut funktioniert, ist diese Fernbedienungsgeschichte. Also, wenn ihr jetzt wirklich ein Board habt, was keinen Controller hat irgendwie, ist es ganz nett. Ihr müsst jetzt auch nicht so irgendwie so eine Strippe von hinten nach vorne legen, wo eine Infrarotdiode dran ist, wo ihr dann wirklich so hinzeigen müsst und dann drückt ihr oder so. Nee, das funktioniert doch erstaunlich gut. Naja, bringt einem alles nichts. Im Endeffekt, ihr müsst mal überlegen, das System von PCAM, da war glaube ich eine 7800 XT drin, die hat eine TDP von 263 Watt, glaube ich. Und die Grafikkarte da hat sich eben 180 Watt reingepfiffen. Das kann man ja sehr schön rauslesen hier oben bei OCCT, steht das dann immer. Also da kommt dann noch mehr Abwärme. Ich würde in so ein Gehäuse auch solche Hardware gar nicht einbauen. Das wäre mir viel zu schade drum. Aber jetzt bauen wir die ganze Nummer noch um in das 320R und mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht haben wir ähnliche Ergebnisse, ich weiß es nicht. Offene Testbench ist immer was anderes als im Gehäuse. So, der Umbau ist auch soweit durch, hat eine ähnliche Optik, unten mit dieser schrägen und so, ihr wisst, was ich meine. Die Wasserkühlung sieht ein bisschen verloren aus, so eine 240er, obwohl eine 360er reinpassen würde. Ist halt auch ein bisschen schade, aber wir müssen den Test ja gleich halten. Hier hinten diese Löcher, das andere Case hatte ja diese Schlitze, hier sind richtig Löcher, da könnt ihr auch noch Lüfter einbauen. Ihr habt ja links und rechts diese Schienen, da könnt ihr dann dementsprechend, ja, Schraube durch und Lüfter drauf, ne? Ganz einfach. Nicht wundern, ich habe die Folie draufgelassen. Wie gesagt, das Case wird ja auch noch verlost. Übrigens, um daran teilnehmen zu können, ihr müsst in Deutschland wohnen und einfach einen Kommentar schreiben. Das ist eigentlich alles und dann raffle ich das irgendwann im Livestream aus. Schreibt es natürlich dann auch unter den Kommentar drunter. Derjenige bekommt das dann auf jeden Fall mit. Und damit ihr mal eine Idee bekommt, wie das auszusehen hat, wenn man da jetzt halt Dampf in die Richtung pustet. So muss das nämlich aussehen. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt wieder den 10-Minuten-Test in dem 320R von MSI. Ah, da ist jetzt kurz meine Kamera ausgegangen, weil sie einfach überhitzt ist. Hab vergessen, das Display auszuklappen. Ist aber nicht schlimm. Ihr seht ja jetzt gerade noch das Ergebnis, 88 Grad. Bei der GPU haben wir 90,8, da hatten wir in der Spitze so 91. Also deutlicher Unterschied, klare Sache. Und ihr könnt es mir auch glauben, der Test lief einfach weiter. Die Kamera ein bisschen abkühlen lassen. Wir sind jetzt hier bei 11 Minuten 20, permanent Power und ja, hier unten auch. Kann man das sehen? Ich hoffe, man kann es sehen. Ich stelle mal scharf. Hier unten. Da. Ne, also... klares Ergebnis. Der Test läuft ja immer noch und von daher. Er ist natürlich jetzt gut laut, ne, aber funktioniert. Also ich muss wirklich sagen, das Gehäuse ist mir deutlich lieber. Ich hatte auch mehr Platz da drin zu bauen, unter anderem auch unten bei dem Netzteilschacht. Da musste ich nicht diesen HDD-Käfig rausholen, das hat so gepasst. Ja, also ich denke, das ist ein ganz klares Ergebnis. Kommen wir mal zu dem Fazit.
Also das Gehäuse, was eben noch hier stand mit diesen Seitenschlitzen, wo ja sogar zweimal Seitenschlitze dran waren, das hat natürlich kläglich versagt. Man muss ganz klar sagen, dass das hier aber auch so ein Extrembeispiel ist. Also ihr werdet jetzt nicht ständig irgendwelche Benchmarks machen oder so. Allerdings muss man halt dazu sagen, was passiert, wenn ihr so ein Gehäuse habt und da halt eine 7800 XT, 7900 XT, 4080 oder so reinschmeißt, die deutlich wärmer wird. Und dann zockt und das im Sommer, eventuell noch in der Dachgeschosswohnung oder eben im Keller, dann ist es wieder kühler. Also so viele Faktoren. Man kann nicht wirklich sagen, dass es gar nicht funktioniert, aber auch nicht, dass es gut funktioniert. Wo man sich aber noch ein bisschen Abhilfe verschaffen könnte, wenn der PC dann zu warm wird oder was. Die haben ja alle hier oben diesen Magnetstaubschutzfilter irgendwie, den kann man noch weglassen. Da sind die Durchlassöffnungen halt einfach größer, dann kommt mehr Luft durch, klare Sache. Ich habe sie jetzt bei beiden Gehäusen drauf gehabt. Aber ja, das ist halt so, das sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, viele Faktoren. Ich würde nicht mehr auf ein Case gehen, was keine Meshfront hat. Oder ihr sagt eben, gut, ich nehme jetzt, so bestes Beispiel, O11 Dynamic von Lian Li, was an der Seite zumindest Lüfter hat, wo Luft reinkommt, dann kann vorne auch Glas sein. Das ist dann relativ Latte. Aber so ein komplett geschlossenes Case, wo ihr in der Seite noch nicht mal mehr noch zusätzlich Lüfter reinmachen könntet, habt ihr ja eben gesehen, da war keine Möglichkeit, das würde ich nicht mehr machen. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Vielleicht habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht, habt dann vielleicht mal das Case gewechselt und dadurch bessere Temperaturen gehabt oder vielleicht sogar schlechtere, wer weiß. Vielleicht habt ihr gesagt, boah, das gefällt mir, habt das gekauft und habt irgendwie schlechte Temperaturen. Das würde mich echt mal interessieren. Und schreibt vor allen Dingen einen Kommentar, wenn ihr hieran teilnehmen wollt. Also wie gesagt, das baue ich hier wieder alles aus und das Gehäuse könnt ihr dann gewinnen, kommt kostenfrei zu euch nach Hause, sofern ihr in Deutschland wohnt. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.